Willkommen in der digitalen Welt. In diesem Phoenix Plus fragen wir, wo Deutschland da steht. Wie digital ist Deutschland? Bundeskanzlerin Merkel war da sehr zurückhaltend. Es wird viel diskutiert und es wird die Dringlichkeit in vielen Bereichen immer noch nicht ausreichend erkannt, dass sich das alles ändert und dass wir einfach irgendwann Bummelletzter sind. Bummelletzter? Verbummelt Deutschland den digitalen Fortschritt? Ist Deutschland auf dem Gebiet ein Entwicklungsland? Ist die Wirtschaftsnation Deutschland, das Land der Erfindungen und Patente in der Digitalisierung tatsächlich so schlecht aufgestellt? Wir werden das prüfen. Digitalisierung bedeutet Umwandlung und damit auch Weiterentwicklung. Da müsste Deutschland als industrielles Schwergewicht doch eigentlich ganz dringend vorne dabei sein. Schauen wir nach bei den deutschen Erfolgsmodellen, den Autos. Wenn der Chef eines deutschen Autoherstellers eine klare Ansage macht, muss die Situation dramatisch sein. Wir befinden uns aktuell inmitten der größten Transformation in der Geschichte unserer Industrie. Für Audi ist, wie für die gesamte Branche, nicht erst seit Corona ein entschlossener Turnaround notwendig. Leicht wird das nicht. Und so verband der neue Chef im Handelsblatt die jahrzehntelang gewachsenen Strukturen der deutschen Autoindustrie in die Geschichtsbücher oder besser auf den Schrottplatz. Die haben uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Beim Thema Digitalisierung sind wir in der zweiten Reihe. Zweite Reihe? Früher hätte ein solcher Satz als Verrat gegolten. Damals im goldenen Zeitalter, in dem sich die deutschen Autobosse für ihr Genie feiern ließen. Jetzt hat sie ein Visionär aus Kalifornien überholt. Tesla ist an der Börse heute mehr wert als BMW, Daimler und VW zusammen. Den Grund dafür erklären Experten so. Dass Tesla, als sie begonnen hatten, ein klares Bild, eine klare Idee hatten, einen Computer auf Rädern zu bauen. An der Börse wird Tesla als Technologieaktie gesehen und der Maßstab ist Facebook, Apple, Microsoft und Google und nicht Volkswagen, Toyota, General Motors, BMW und Mercedes. Das klingt vernichtend. Die Fachleute sagen aber auch, dass die deutschen Hersteller jetzt zumindest auf einem guten Weg sind. Elektrisch, autonom, neue Funktionen als Update zum Herunterladen. Gegen Geld natürlich. Das Geschäftsmodell der Zukunft heißt es. Aber auch eines, das auf Gegenwehr stoßen könnte. In Düsseldorf begrüße ich den Blogger und Digitalexperten Jörg Schieb. Um mal eben die Bemerkung aus dem Beitrag aufzugreifen, warum genau sollen Autos bald Computer auf Rädern sein? Das liegt ganz einfach daran, dass wir auf selbstfahrende Fahrzeuge setzen. Das heißt also, wenn Fahrzeuge eigenständig fahren sollen, und es gibt ja schon erste Fahrzeuge, die in den USA auch das durchaus dürfen, dass die also selbst fahren und nicht eben der Fahrzeuglenker hinter dem Lenkrad das Fahrzeug steuert, dann braucht man einen hochleistungsfähigen Computer. Die Fahrzeuge sind mit ganz vielen Sensoren ausgestattet, fast schon wie ein Flugzeug, also Kameras, die die Umgebung überwachen, Abstandssensoren, Regensensoren, Wind und so weiter, alles, was man braucht. Und dann müssen die Computer ja all diese Signale verarbeiten, also welche Verkehrsschilder sind denn hier gerade an mir vorbeigezischt? Gibt es Gefahrensituationen? Muss ich bremsen? Muss das Fahrzeug irgendetwas umfahren? Und dann ist in Zukunft auch noch geplant, dass die Fahrzeuge sich untereinander austauschen, damit der Verkehr optimiert werden kann. Also das zeigt schon, wir brauchen jede Menge Informationen in einem solchen selbstfahrenden Fahrzeug und die wollen auch verarbeitet werden. Und das kann nur wirklich ein sehr leistungsfähiger Computer mit KI und Software, die sehr anspruchsvoll ist und die eben sehr zeitnah die Ergebnisse natürlich auch abliefern muss. Das ist ganz klar. Ein Hochleistungscomputer, gar keine Frage. Und das klingt im doppelten Sinne überlebenswichtig. Hat Deutschland da was verschlafen? Das würde ich schon sagen. Also die Autohersteller, die haben ja erstmal lange gedacht, sie könnten das Thema Elektrofahrzeuge alleine schon aussitzen, aber auch das Thema selbstfahrende Fahrzeuge. Da wurde zwar experimentiert, aber die Ernsthaftigkeit wurde, glaube ich, da nicht gesehen. Aber es ist nicht nur die Autobranche, es ist ja die Gesellschaft an sich, die nicht gerade fortschrittlich ist und Dinge als Erste angeht, sondern wir humpeln überall hinterher. Und das gilt eben leider auch in diesem Kernsegment, das für unser Sozial Produkt so wichtig ist für die Fahrzeuge. Mittlerweile hat sich doch einiges getan. Es wurde eine ganze Menge aufgeholt, ist zumindest mein Gefühl. Aber es sollte deutlich mehr passieren. Wir sollten eigentlich Vorreiter sein. Wir sollten Leuchtturm sein. Wir sollten wirklich auch Ideen haben, die andere überzeugen. Davon sind wir im Augenblick leider nicht nur in dem Bereich von Mobilität weit entfernt.
Naja, und wenn die Entwicklung unweigerlich in diese Richtung geht, wie erklären Sie es sich dann, dass das so langsam funktioniert und dass das so dauert? Das hat viele Gründe. Einmal ist die Politik bei uns ja auffallend schlecht aufgestellt, was Digitalisierung anbelangt. Das haben wir ja jetzt auch gerade in der Corona-Krise wieder sehr gut gesehen. Wir wissen, dass der Gesundheitsbereich absolut unterversorgt ist, was Digitalisierung ist, betrifft. Wir witzeln über die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern, aber die gibt es ja tatsächlich noch. Es gibt keine Softwarelösungen, keine einheitliche Lösung. Wir haben die Schwierigkeiten bei der Corona-Warn-App und allen anderen Apps auch. Es fehlt das Know-how und auch entsprechend die Entschlossenheit zu entscheiden. Das machen wir jetzt, weil wir genau wissen, was wir da machen, was wir da tun und was wir da wollen. Und dann gehen erst dann ganz spät die Prozesse in Gang. Viel zu spät gehen sie in Gang. Und das betrifft eben ganz viele Bereiche, nicht nur das Gesundheitssegment. Also es ist ganz klar ein Mangel an Kompetenz und auch ganz klar ein Mangel an Entschlossenheit, da etwas dran zu ändern. Allen schönen Sonntagsreden zum Trotz, dass Digitalisierung angeblich wichtig sei. Vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich weiter, aber wir wollen vorher noch mehr wissen. Denn damit Autos selbst fahren können und künstliche Intelligenz überhaupt eine Chance hat, brauchen wir die fünfte Generation der Digitaltechnik. Turboschnell, leistungsstark. Der neueste Mobilfunkstandard 5G ist ein Netz der Superlative. Bis zu 100 Mal schneller als das, was wir bisher gewohnt sind, bietet 5G für Industrie und Verbraucher ganz neue Möglichkeiten. Riesige Datenmengen in Sekundenschnelle durchs Netz befördern, Geräte, die in Echtzeit kommunizieren. 5G soll beispielsweise den Verkehr automatisieren, ihn sicherer und einfacher machen. Die Industrie bekommt durch 5G die Möglichkeit, eigene Netze aufzubauen. So können Prozesse noch schneller automatisiert, noch effektiver werden. Und auch die Privatuser profitieren nach den Vorstellungen der Netzbetreiber durch das ultraschnelle 5G-Netz. Dies ist teilweise schon in Betrieb. Fest steht, für den Ausbau müssen mehr Sendeanlagen montiert werden. Diese sind teilweise kleiner und passen fast überall hin. Für den Menschen könnte so die Strahlenbelastung steigen. Studien hierzu laufen. Teile Chinas und Südkorea liegen bei der 5G-Versorgung momentan vorn. Hier nutzen die Menschen schon das pfeilschnelle Netz. Experten schätzen, in 2 bis 3 Jahren wird 5G auch bei uns nahezu Standard sein. Na, dann ist es höchste Zeit, jetzt nochmal klipp und klar und kurz zu hören und zu sehen, wie 5G überhaupt funktioniert. Gustav freut sich enorm auf den neuen Funkstandard. Mit 5G, weiß er, wird sich unser Datenverkehr grundlegend verändern. Die wichtigste Neuerung, es geht nicht nur um eine schnellere Verbindung des Smartphones ins Internet oder zu anderen Usern. Nein, es geht um die totale Datenkonnektivität, die selbstständige Kommunikation zwischen ganz verschiedenen Bereichen. Mit 5G wird autonomes Fahren straßentauglich. Anwendungen der virtuellen Realität werden kommen. Das Internet der Dinge, die schlaue Fabrik und viele Dinge, die wir uns heute kaum vorstellen können. Zum einen wird 5G vielfach nicht mehr über die lange Verbindung zu einem Server, am Ende sogar auf einem anderen Kontinent verbunden. Die Verbindung wäre für Anwendungen wie das autonome Fahren viel zu langsam. 5G wird dezentrale Rechenpower nutzen. Kleine Server, die überall in das Netz eingebunden sind, um Rechenaufgaben zu übernehmen. So werden die Reaktionszeiten im Datenverkehr extrem kurz. Ziel sind Reaktionszeiten kürzer als 5000stel Sekunden. Auch Anwendungen in der virtuellen Realität werden durch unmittelbare Rückmeldung erst realistisch. Gustav freut sich auf das taktile, das fühlbare Internet. Telechirurgie, das Operieren über zig Kilometer Entfernung, soll damit möglich werden. Auch die Technik hinter dem Smartphone wird sich ändern. Viele kleine Antennen sollen die Verbindungen optimieren, persönliche Datenpakete abliefern. Unterstützt wird das durch Beamforming. Das Bündeln mehrerer Antennen zu einer mit Richtwirkung. Durch das persönliche Anpeilen der User soll die allgemeine Strahlenbelastung reduziert werden. Uns steht eine Technikrevolution bevor. Manche sprechen gar von einem Quantensprung in der Informationstechnik.
Im privaten Bereich ist es vor allem die Kommunikation, die von der Digitalisierung beherrscht wird. Vorausgesetzt allerdings, man hat ein stabiles Netz und eine gute Verbindung ins Netz. Und das ist in Deutschland nicht immer sicher. Fast 10.000 Kilometer sind die Tester mit dem Messfahrzeug kreuz und quer durch Deutschland gefahren. Dazu kommen Daten von mehr als 2 Millionen Smartphones. Das Ergebnis? Fast überall gibt es Verbesserungen. Gerade der LTE-Empfang hat noch mal deutlich zugelegt. In der Stadt sind Netzqualität und Datenrate immer noch deutlich höher. Aber auch in den gut versorgten Metropolen gibt es unterschiedliche Erfahrungen. In Berlach, wo ich wohne jetzt, also dort habe ich Netzausfälle, ganz erheblich. Ich wohne mitten in der Stadt, bei mir ist alles wunderbar. Ne? Ich denke, die Leute, die auf dem Land wohnen, sind vielleicht ein bisschen schlechter dran. Es ist in der Stadt, aber ich kriege da gar keine Verbindung zustande. Also nur mit dem D-Netz, D1-Netz. Bei der Internetabdeckung mit LTE konnten alle Anbieter zulegen. Trotzdem gibt es immer noch Funklöcher. Unser Ziel ist es, dort, wo Menschen sind und wo Menschen sich bewegen, Mobilfunkabdeckung hinzubringen. Das ist im ländlichen Raum bzw. in Räumen, wo keine Menschen leben. Ich sage jetzt einmal, die Naturverbundenheit ist ja sozusagen das eine. Das andere ist die Wirtschaftlichkeit. Und diese Wirtschaftlichkeit ist eben nicht überall gegeben. Die Messtechniker sind mit Testrucksäcken ausgestattet, auch mehr als 2000 Kilometer Bahn gefahren. Das Ergebnis? Videos bei YouTube zu streamen ist inzwischen weitgehend möglich. Zumindest in den Fernzügen. Wenn man kleinere Ruckler oder Bildfehler in Kauf nimmt, sind alle Anbieter in den ICEs jetzt bei einer Erfolgsquote von mehr als 95%. Auf den Regionalzugstrecken allerdings ist schnelles Internet oft noch ein Glücksspiel. Große Sprünge hat Deutschland bei 5G gemacht. Meist wurden lediglich bestehende Sendemasten nachgerüstet. Die übertragen Daten dann zwar mit moderner 5G-Technik, aber kaum schneller als LTE. Es gibt auch noch kein flächendeckendes 5G-Kernnetz, sondern es gibt eben eine Infrastruktur in den Basisstationen, die so tut, als wenn sie ein tolles neues 5G-Netz wäre, in Wirklichkeit aber sozusagen immer noch auf dem alten Netz ein bisschen mitreitet. Trotzdem hat der Anwender natürlich einen Vorteil, weil er trotzdem auch schon 5G-Technologie nutzt. Die schöne neue Handywelt, sie ist verbesserungsfähig. Immerhin, in München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt gibt es schon echtes, ultraschnelles 5G. Jörg Schieb, warum gibt es selbst in Ballungszentren immer noch Funklöcher und auf dem Land durchaus neue Täler der Ahnungslosen? Das hat viele Gründe, selbstverständlich. Auf der einen Seite sind die Mobilfunkanbieter, die wir in Deutschland haben, verwöhnt, muss man sagen, denn sie kassieren sehr viel Geld. Also ein 4G- oder 5G-Vertrag ist in Deutschland deutlich teurer als zum Beispiel in Osteuropa, kostet teilweise das Fünffache. Gleichzeitig ist die Netzabdeckung aber schlechter. Woran liegt's? Man müsste einfach die Mobilfunkanbieter entsprechend, ich will fast sagen, zwingen, eine bessere Ausstattung einzurichten. Es liegt aber vor allem auch daran, dass wir in Deutschland grottenschlecht, muss man wirklich so sagen, grottenschlecht ausgestattet sind, was Glasfaser anbelangt. Da sind wir weltweit auf Platz 72. Nur 2,8% der deutschen Haushalte und Büros haben die Möglichkeit, sich ans Glasfasernetz anschließen zu lassen. Alle anderen Länder sind besser aufgestellt und das hat auch Auswirkungen auf die Mobilfunkanbindung, weil es reicht ja nicht, irgendwo einen Mobilfunkturm hinzustellen mit Sendeanlage und entsprechender Technologie, sondern die muss ja auch angebunden werden an das Netzwerk. Und dafür braucht man Glasfaser. Und hier fällt uns auf die Füße, dass die Politik wirklich seit Jahrzehnten auf Kupfer gesetzt hat. Das hat schon unter der Regierung Kohl nämlich begonnen. Und das wurde wirklich stark ausgebaut. Aber eben die Glasfaser, die wurde nicht verlegt. Das ist ein riesengroßes Problem. Und das kann man leider auch nicht von heute auf morgen ändern. Also Kabel, da würde ich sagen, Basisausstattung müsste dringend nachgeholt werden, aber auch die Ausbildung. Wie steht es damit? Brauchen wir eine bessere und gezieltere Ausbildung, zum Beispiel Informatik in der Schule?
Also auch Studienplätze bräuchten wir sehr viel mehr. KI-Experten, die bleiben auch nicht in Deutschland, weil im Ausland jemand, der sich richtig gut mit KI auskennt, der verdient absonderlich hohe Gehälter. 300.000, 400.000 Dollar ist gar kein Thema. Welche Firma kann das in Deutschland denn bezahlen? Der BSI zum Beispiel ganz sicher nicht, so gut er seine Arbeit auch macht. Aber ja, wir brauchen selbstverständlich sehr viel bessere Ausbildung schon in der Schule. Das fängt bei Medienkompetenz selbstverständlich an und hört bei der klassischen Informatik nicht auf, wo man einfach auch versteht, wie programmiert man, wie funktioniert Technologie, was kann ich damit machen? Da muss man natürlich auch irgendwann mal eine Saat setzen. Man muss die Kinder, die Jugendlichen, aber auch Erwachsene selbstverständlich begeistern können für das, was möglich ist, aber natürlich auch die entsprechende kritische Seite einzunehmen. Die kann man aber auch dann nur einnehmen, wenn man Kompetenz hat, wenn man versteht, was da eigentlich vor sich geht, wie sich das entwickeln könnte und was man damit machen könnte. Und ich kann mich an meine Schulausbildung erinnern, da gab es sowas gar nicht. Und bei meinen Kindern gibt es das auch nur ganz, ganz wenig. Das ist eine ganz große Lücke, die wir hier haben. Generell müsste man insgesamt die Ausbildung da sicher deutlich verbessern. Aber auch dafür bräuchte man natürlich wieder Personal. Also die klassischen Lehrerinnen und Lehrer sind dafür ja auch nicht ausgebildet. Wie macht man das? Da müsste man sich Gedanken machen und Konzepte entwickeln, Menschen aus der Praxis in die Schulen holen, indem man dann sagt, okay, wir machen Projektwochen, wir zeigen was, ihr könnt Fragen stellen, wir entwickeln was zusammen. Das wäre toll, weil die Lehrerinnen und Lehrer, die wir haben, die können diese Aufgabe selbstverständlich nicht übernehmen, denn wir haben ja gehört, das entwickelt sich so rasant, dass man mit einem Studium, das 10 Jahre zurückliegt, das natürlich nicht abdecken kann. Also, wir müssen von Nutzern zu Gestaltern werden. Jetzt gibt es ein Beispiel in München. Apple investiert dort. Behält der amerikanische Konzern aber damit auch die Kontrolle? Bei den Arbeitsplätzen, in die er investiert, selbstverständlich. Wir haben einige Know-how-Zentren in Europa, in Zürich zum Beispiel auch. Aber das liegt auch daran, dass die ETH Zürich sehr gut aufgestellt ist, was neue Technologien anbelangt. Da gehen natürlich die großen Investoren hin und installieren dort dann auch Labore oder Arbeitsplätze, weil sie wissen, da gibt es Menschen, die können wir abgreifen von den Universitäten und dann entstehen auf diese Art und Weise Arbeitsplätze. Das ist ein schönes Beispiel. Wenn wir hier in Deutschland auch mehr davon hätten, dann würden hier auch mehr von solchen Möglichkeiten sicher eingerichtet werden. Vielen Dank, Jörg Schieb. Und am Ende der Sendung sehen wir uns nochmal. Wie steht es um die Gefahr des Kontrollverlusts? Was tut Deutschland, um nicht den Überblick zu verlieren und seine Daten zu sichern? Das Security Operations Center der Deutschen Telekom. Der Konzern versorgt weltweit rund 300 Millionen Privat- und Geschäftskunden mit Internet, Mobil- und Festnetzen. Die Kunden und das eigene System zu schützen, ist eine Mammutaufgabe. Wir sehen mit unseren Sensoren so im Schnitt so bis zu 50 Millionen Angriffsversuche jeden Tag. Vieles davon ist automatisiert, wo Angreifer versuchen, Schwachstellen zu identifizieren, in die sie dann weiter einsteigen. Bis zu 50 Millionen Attacken pro Tag. Das sind keine Schätzungen, sondern präzise Zahlen. Denn die Telekom stellt den Hackern Fallen, sogenannte Honeypots. Das ist ein Honeypot, ein Honigtopf, also eigentlich ein Sensor, mit dem wir simulieren, einen Computer zu haben, der Schwachstellen hat, der also angreifbar ist aus dem Internet. Und der Hacker versucht sich jetzt dort reinzuhacken und in dem Moment, wo er erkennt, dass er auf einen Honigtopf auf den Leim gegangen ist, wissen wir aber schon, wie er arbeitet, welche Werkzeuge er benutzt und können daraus dann natürlich entsprechende Schutzprofile generieren. Ortswechsel. In der Leitstelle des hessischen Netzbetreibers Syner fallen nach und nach die Systeme aus. Mein Leitplatzrechner hat sich komplett verabschiedet. Die Angreifer sitzen 2 Räume weiter, denn es handelt sich nur um eine Simulation. Nach und nach legen sie die Leitstelle lahm, die 35.000 Kilometer Strom- und Gasnetz kontrolliert. Kannst du vor Ort die komplette Anlage auf Ortbedienung, also die Fernsteuerung, komplett ausschalten, dass die ja gar nicht mehr dran ist? Hier im sogenannten Cyber Range E werden Mitarbeiter von Stromanbietern und Netzbetreibern für den Ernstfall trainiert, denn der kann jeden Tag eintreten. Die IT-Abteilung reagiert. Die Kollegen dort müssen dafür sorgen, dass die Hacker sich nicht noch weiter im System ausbreiten können. Also erstmal Schadensbegrenzung. Wir haben das Leitsystem isoliert, es ist jetzt autark. Die Hacker kennen den Aufbau des Syner-Netzwerks.
Das Blackout-Szenario ist absolut realistisch. Inzwischen haben sie einen Großteil des Netzwerks gekapert. Wichtige Benutzerkonten sind übernommen und wir können uns sehr, sehr frei im Netzwerk gerade bewegen. Im Extremfall können die Angreifer jetzt alles abschalten. Stromversorger sind Teil der kritischen Infrastruktur, deren Ausfall oder Manipulation schwerwiegende Konsequenzen hat. Dazu gehören auch Wasserversorger, Regierungsstellen, Krankenhäuser, Banken, Bahnverkehr und Luftfahrt. Sie sind verpflichtet, Hackerangriffe dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu melden, das dann weitere Sicherheitsbehörden wie das Bundeskriminalamt einschaltet. Gehackt werden aber auch Unternehmen und Privatpersonen. Beim Großteil der Angriffe geht es tatsächlich ums Geldverdienen. Ja, also das ist wirklich die organisierte Kriminalität, Warenwirtschaftsbetrug, Zugriff auf Online-Banking. Und die Methoden, die dafür genutzt werden, sind üblicherweise, dass sie Trojaner, also trojanische Pferde sozusagen, Schadsoftware über E-Mail verteilen und dass sie versuchen, Zugangskennungen abzufischen. Auch Softwarelücken ermöglichen Kriminellen Zugriff auf persönliche Daten, die sie dann verschlüsseln. So geschehen im Mai 2017. Die Schadsoftware WannaCry infiziert in rasender Geschwindigkeit etwa 230.000 Computer in 150 Ländern. In Deutschland sind die Informationssysteme der Bahn betroffen. In Frankreich stoppt Renault zur Sicherheit die Produktion. In Großbritannien werden Krankenhäuser erpresst. Glücklicherweise gelingt es Sicherheitsexperten, die Verschlüsselung zu knacken. 2 Jahre zuvor, im Mai 2015, gibt es den wohl spektakulärsten Hackerangriff in Deutschland. Ziel: der Deutsche Bundestag. Gehackt wird das Bundestagsnetz. Daran angeschlossen sind alle Regierungsmitglieder, auch die Bundeskanzlerin. Die Politiker bekommen gefälschte E-Mails. Beim Öffnen eines Links startet eine Schadsoftware. Den Hackern gelingt es, die Administrationsrechte zu erlangen. Das heißt, sie können die Rechner steuern. Damit können sie auch Dokumente einsehen und abgreifen. Nur ein kompletter Austausch der Hardware kann das Ausspähen beenden. Um solche Attacken zu verhindern, entwickeln auch die Sicherheitsexperten bei der Telekom fortlaufend intelligente Filter, die neue Hackerstrategien erkennen und abwehren können. Denn die Angriffe werden immer schneller und immer mehr. Bei besonderen Bedrohungslagen wird ein spezieller Krisenstab gebildet, der dann eng mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. In Bonn begrüße ich Arne Schönbohm, den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Sie warnen ja regelmäßig vor Sicherheitslücken in informationstechnischen Produkten und Diensten sowie Schadprogrammen. Wo steht Deutschland denn jetzt 2021? Wie sicher ist die Informationstechnik hierzulande? Die Cybersicherheitslage ist sehr ernst. Im Oktober letzten Jahres habe ich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestellt den Lagebericht zur IT-Sicherheit. Und dort ist ja deutlich geworden, dass wir ein qualitativ sehr hoch angespanntes Niveau haben. Wir sehen eine Vielzahl von Angriffen. Wir sehen aber auch Schwachstellen. Denken Sie beispielsweise an die jüngst bekannt gewordene Microsoft Exchange-Schwachstelle, wo über 60.000 Server alleine in Deutschland von betroffen waren, die dann diese Lücken eben dementsprechend gehabt haben. Aber auch das Beispiel, das wir eben ja gesehen haben im Bundestag, war ja schon krass. Was müsste denn verbessert werden? Sie haben ja einen IT-Grundschutz formuliert. Welche Punkte sind Ihnen da die wichtigsten? Mehrere Punkte. Zum einen, dass der BSI-Grundschutz erstmal in die Anwendung kommt. Dass man nicht darüber spricht und ihn zur Kenntnis nimmt, sondern dass man es auch operativ anwendet und umsetzt. Das Interessante ist ja, dass beispielsweise die Bundesregierung natürlich auch häufig angegriffen wird, aber in der Regel diese Angriffe erfolgreich abgewehrt werden. Woran liegt das? Weil wir eine Vielzahl von dezidierten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, indem wir beispielsweise Netzseparierung haben, indem wir Verschlüsselung haben, indem wir Backup-Systeme haben und. Und es geht darum, dass natürlich auch kleine mittelständische Unternehmen mithilfe des BSI-Grundschutzes dort auch einfache Hilfestellung bekommen. Beispielsweise, wie verschlüssel ich mein Netz, wie separiere ich mein Netz, was sind entsprechende Backups? Das sind Maßnahmen, die im BSI-Grundschutz sehr einfach und plakativ beschrieben werden.
Nun sind IT-Experten ja ein rares Gut, könnte man so sagen. Wie ist Deutschland da aufgestellt? Wir leben mitten in der Welle, in der Evolution letzten Endes der Digitalisierung. Und da ist ganz klar, dass neue Berufsbilder wie Forensiker, Analytiker im Cyberraum auch nach oben kommen. Und wir im BSI haben ja ein sehr starkes Stellenwachstum gehabt. Wir besetzen die Stellen aber sehr gut. Woran liegt das? Weil wir ein sehr attraktiver Arbeitgeber sind, weil wir bieten Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch ein hohes Gras an Professionalität. Und dann, und das ist der entscheidende Punkt, wir bilden eben auch sehr stark weiter. Und es geht darum, es ist eine Plattitüde, dass man sagt, es gibt lebenslanges Lernen. Aber gerade im Cyberumfeld entwickelt sich das Wissen so rasant weiter. Da geht es darum, dass man nicht nur die Stellen einmal besetzt oder einen einstellt, der einmal die Ausbildung gemacht hat, sondern dass sich die Persönlichkeiten, die man gewonnen hat, auch kontinuierlich weiter ausbildet, sich weiterentwickelt und auch immer weiter fordert. Und das ist das, was bei uns zum Beispiel geschieht und dadurch geht es sehr gut. Ich glaube, dass wir in Deutschland hier auch noch einen bestimmten Bedarf des Nachholens haben. Vielen Dank bis hierher. Wir sprechen auch gleich weiter. Aber vorher noch ein bisschen mehr Input. Die schöne neue digitale Welt, die hat viele Möglichkeiten zu bieten. Zum Beispiel die Vernetzung. So können sich beispielsweise Geräte von Familienmitgliedern miteinander verbinden, sodass Video- und Musikdateien allen gleichermaßen zur Verfügung stehen und jederzeit, zum Beispiel aus einem Cloud-Server, abgerufen werden können. Frank Brückmann ist Spezialist für Computernetzwerke, und zwar solche, die beim Mittelständler um die Ecke nicht gleich um die halbe Welt gespannt sind. Die Herausforderung ist es, dieses Unternehmen, diese Firmen, diese Büros und dieses Unternehmen miteinander zu verbinden, damit man sicher miteinander kommunizieren kann. Natürlich gibt es Firmen für Netzwerktechnik, Cloud-Lösungen, damit die Daten bei Computerausfällen sicher sind. Und dafür auf gigantischen Servern am anderen Ende der Welt gespeichert werden, von Megakonzernen wie Google oder Microsoft. Wir wissen aber, dass es jedes Jahr bei Microsoft beispielsweise 40.000 Anfragen gab öffentlicher Autoritäten zu Daten. Das heißt also, wer auf seine Daten aufpassen möchte und möchte, dass sie besonders sicher sind, muss sich nach einer Alternative umsehen. Frank Brückmann hat mit CloudPlan ein Programm entwickelt, das sich automatisch auf jedem Computer, Smartphone oder Tablet installiert. CloudPlan verbindet alle Geräte in Minuten zu einem Netzwerk. Daten werden dezentral auf allen eigenen Geräten gespeichert und verschlüsselt übertragen. Fällt ein Gerät aus, übernimmt ein anderes. Sie könnten damit kleine wie große, also durchaus globale Installationen ganz leicht managen, ohne viel IT-Know-how. Das heißt also, mit wenig Aufwand können Sie Ihre eigene Private Cloud managen und aufbauen, ohne dass Sie viel Know-how haben müssen oder dass es viel kostet. Die Firma Abvirus hat es ausprobiert. Das Unternehmen entwickelt Testkits für die Krebsfrüherkennung. Sensible Daten über seine Produkte, aber auch von Kunden, sollen im Unternehmen bleiben und nicht auf Servern anderer Firmen oder in Übersee gespeichert werden. Anfangs war das eine Erleichterung, dass wir keine große Serverlandschaft aufbauen mussten. Und wir haben auch sehr viele Mitarbeiter, die extern tätig sind, also dezentral, die bundesweit verteilt sind. Und so hatten sie durch dieses Tool, durch diese Anwendung halt jederzeit Zugriff auf alle Daten, die sie benötigten. Das war für uns eine große Erleichterung. Frank Brückmann möchte mit CloudPlan in Zukunft an der Vorherrschaft der Megakonzerne bei Cloud-Lösungen und Computernetzwerken kratzen. Ich hoffe, dass wir die Monopole der großen Anbieter wie Google, Microsoft und Co. ein bisschen haben brechen können und selbst einen größeren Teil des Marktes abschöpfen können. Für ein auch bei der IT-Technik und Datensicherheit unabhängiges Hamburg von morgen. Noch einmal Fragen an BSI-Präsident Arne Schönbohm. Machen Clouds ihre Arbeit leichter oder schwerer? Die Cloud ist letzten Endes ein riesiger Datenspeicher, wo alle Daten drin sind. Und das ist natürlich für Angreifer, für Cyberkriminelle hochattraktiv, in diesen Datentresor einzusteigen und einzubrechen. Gleichzeitig ist es aber einfacher,
weil sie natürlich zentral auch hier entsprechend höhere Sicherheitsniveaus umsetzen und durchsetzen können. Weil normalerweise bei den Cloud-Anbietern arbeiten die Profis. Aber wichtig ist, dass man sich sehr genau auch anschaut, ist dieser Cloud-Anbieter zertifiziert? Hat er beispielsweise den 5C-Standard, der weltweit führend ist in diesem Umfeld, wo Sicherheitskriterien sehr genau definiert sind? Das sind Kriterien, die es uns dann leichter möglich machen, ein höheres Informationssicherheitsniveau zu realisieren. Und wie kontrollieren und schützen Sie die großen Rechenzentren? Durch eine Vielzahl von verschiedenen Maßnahmen. Auf der einen Seite haben wir natürlich, das fängt relativ trivial an, aber wenn Sie keinen Strom in den Rechenzentren haben, dann fallen diese Rechenzentren aus. Es geht also darum, auch bauliche Mängel, bauliche Schwachstellen zu identifizieren, auch zu identifizieren, wie ist man geschützt gegen Brandschäden oder andere Sachen natürlich auch. Gleichzeitig geht es darum, wie ist denn die Sicherheitsarchitektur in den Rechenzentren dementsprechend gewährleistet. Sind diese Daten verschlüsselt? Gibt es Backups? Gibt es entsprechende Georedundanzen oder ist alles nur an einem Standort zentriert? Das heißt, das sind Maßnahmen und da haben wir eine Vielzahl von einzelnen Kriterien, die wir in unseren Sicherheitspapieren niedergelegt haben, wo wir prüfen und auch überprüfen, dass die Daten sicher vorgehalten werden. Ist denn die digitale Welt überhaupt national zu schützen? Wie europäisch müssen Sie eigentlich denken und arbeiten? Wir arbeiten sehr europäisch. Auf der einen Seite ist es so, dass Deutschland in bestimmten Teilbereichen eine sehr starke Stellung hat, gerade auch im Bereich der Informationssicherheit eine sehr starke Stellung hat. Weil das Qualitätsmerkmal Made in Germany ist im Bereich der Digitalisierung die Informationssicherheit. Und dort ist es so, dass wir uns natürlich sehr eng mit unseren Partnern abstimmen, beispielsweise mit Frankreich, mit Spanien, mit Holland, mit Österreich, Italien etc. Und das sind Punkte, wodurch wir dann natürlich, nachdem wir national gute Ideen haben, das mit unseren Partnern abstimmen, um es dann europäisch durchzusetzen, aber dann vielleicht auch sogar weltweit implementieren. Und dafür gibt es eine Vielzahl an guten Beispielen. Am prominentesten ist hier der weltweit führende Standard im Cloud-Bereich 5C. Vielen Dank, Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Für Investitionen in künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechner, Cybersicherheit, digitale Kompetenzen und E-Government, da gibt die EU-Kommission viel Geld aus, sehr viel Geld. Und auch hier ist die Idee klar, nur gemeinsam kann Europa seine Stärken ausspielen und sich gleichzeitig auch schützen. Das ist nicht Captain Future, das ist Ursula von der Leyen. Doch auch die Kommissionspräsidentin sucht die Zukunft. Derzeit dominieren amerikanische und chinesische Konzerne. Doch mit ihrer neuen Digitalstrategie will die EU aufholen. Bei künstlicher Intelligenz und Programmen wie diesen, die helfen, Tumore zu identifizieren. Künstliche Intelligenz ist eine große Chance für Europa. Wir wollen diese Innovation bei uns. Wir wollen unsere Unternehmen und Forscher ermutigen, sie zu entwickeln. Doch lassen sich Google und Facebook überhaupt noch einholen? Firmen, die schon seit Jahren massenhaft persönliche Daten sammeln, die Basis für künstliche Intelligenz? Um den Rückstand aufzuholen, soll helfen, was auf diesen Servern liegt. Sogenannte Industriedaten aus Gesundheit, Verkehr oder Landwirtschaft. Die gibt es nämlich auch in der EU schon zuhauf. Die Kommission will, dass Firmen und Forscher sie leichter nutzen können. Zugleich möchte sie sicherstellen, dass auch die schlauesten Maschinen künftig nicht alles allein entscheiden. In heiklen Bereichen sollen Algorithmen staatlich kontrolliert werden. Das gilt vor allem bei Stellenvergaben in Firmen, bei Polizei und Strafverfolgung, bei Gesundheit und Energie. Alles gar nicht so leicht zu durchschauen. Nur eins lässt sich für die Zukunft schon sagen. Es gibt wohl ein paar Algorithmen. In Brüssel begrüße ich Alexandra Gese, Expertin für IT und Digitales und Mitglied des Europäischen Parlaments. Wie sehr hat denn die Corona-Krise der EU ihre Abhängigkeit in Sachen Technologie von Partnern und Lieferanten aus Übersee vor Augen geführt? Diese Covid-Krise hat uns das sehr deutlich vor Augen geführt, dass es nicht geht, dass Europa in ganz zentralen Bereichen vom Rest der Welt komplett abhängig ist. Als wir am Anfang der Krise dort standen und keine einfachen Dinge wie Masken hatten, da ist uns, glaube ich, klar geworden, dass wir in bestimmten Bereichen wirklich die Kontrolle behalten müssen. Und das war in diesem Bereich relativ einfach zu lösen, weil man einfach nur Produktionskapazitäten umrüsten muss. Aber wenn es um Digitalisierung geht, um Datenspeicherung, um künstliche
künstliche Intelligenz, da ist es komplexer. Denn da geht es wirklich darum, auch die Technologie weiter zu beherrschen, das Fachwissen in Europa zu haben. Na, gerade in der Halbleiterproduktion, aber auch beim Cloud Computing, also dem Auslagern von Unternehmensprozessen, sind ja viele Unternehmen auf Dienste chinesischer oder amerikanischer Konzerne angewiesen. Wie behält die EU da ihren Einfluss? Genau das, was Sie erwähnen, dass wir beim Lagern, Speichern und Verarbeiten von Daten auf amerikanische und sogar chinesische Unternehmen angewiesen ist, das ist sehr besorgniserregend. Die EU unternimmt Anstrengungen, um dieses Problem zu lösen. Dazu gehört eine Initiative der Mitgliedstaaten, verstärkt in Halbleiter zum Beispiel zu investieren. Aber gerade im Cloud-Bereich sind wir einfach noch nicht weit genug. Es gibt ja das Projekt Gaia-X, also eine europäische Initiative für eine europäische Föderation. Cloud. Das Problem, was wir dabei aber haben, dass wir in Europa durchaus Kapazitäten haben mit unseren Unternehmen für die Datenspeicherung, aber uns fehlt die Expertise, das Fachwissen, um diese Daten in großen Mengen fachmännisch zu verarbeiten, sodass sie für künstliche Intelligenzanwendungen geeignet sind. Aber die Lösung, die dort jetzt angestrebt wird, ist es eben genau wieder diese amerikanischen und unter Umständen sogar chinesische Unternehmen wieder mit an Bord zu nehmen. Das geht nicht. Was hier gefragt ist, es sind starke europäische Investitionen in europäisches Talent, in europäische Forscherinnen und Forscher, damit wir sicherstellen, dass wir genau diese Expertise, die so zentral ist für unsere Wirtschaft, aber auch für unsere Demokratie, hier in Europa halten. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass auch das Silicon Valley anfänglich nicht nur mit privatem Kapital entstanden ist. Auch dort bauen die Innovationen auf Erfindungen auf, die mit öffentlichen Geldern in öffentlicher Forschung getätigt werden. Und das müssen wir uns auch in Europa vor Augen führen, dass hier eine ganz klare öffentliche Investition gefordert ist, wenn wir in Europa technologisch die Nase vorn behalten wollen. Lassen Sie uns kurz über die Forscherinnen sprechen, die Sie ja eben kurz erwähnt haben. Wird das international als Manko empfunden, dass in Deutschland und in der EU wenige Frauen in der IT-Branche arbeiten? Das ist ein globales Problem, dass der Frauenanteil in der IT-Branche sehr gering ist. In Europa beträgt er ca. 17%, bei der künstlichen Intelligenz, also den wirklich fortschrittlichsten Anwendungen, sogar noch weniger. Allerdings muss man sagen, dass in den USA in den letzten Jahren bereits ein Bewusstsein dafür entstanden ist. Das heißt, man versucht, Diversität gerade in der Digitalbranche viel, viel stärker zu fördern. Auch eben in dem Bewusstsein, dass dort die Lösungen und Anwendungen entstehen, die unser gesellschaftliches Zusammenleben ganz stark prägen. Und wenn dort der Blick und die Einsicht der Frauen fehlt, dann sind diese Anwendungen nicht mehr dienlich für die gesamte Gesellschaft, sondern nur noch für einen Teil. Deswegen werden in den USA jetzt zum Beispiel Venture Capital Fonds gegründet und gefördert, die von Frauen geleitet werden und daher auch stärker in Frauen investieren. Und sowas bräuchten wir dringend auch in Europa. Dann noch mal konkret nachgefragt, wie könnte man in Deutschland und Europa Frauen für den Tech-Sektor gewinnen? Ich glaube, wir haben gerade eine ganz große Chance, denn der EU-Wiederaufbaufonds umfasst 750 Milliarden in ganz Europa, die jetzt investiert werden. Davon gehen 20% in die Digitalbranche. Und diese Gelder könnten wir auch in Deutschland nutzen, um innovative Projekte aufzusetzen. Es geht ja gar nicht so sehr darum, Frauen zu fördern. Frauen haben höhere Abschlüsse. Sie arbeiten mit großer Motivation, mit großem Fleiß. Sie wären ein großer Gewinn für die Digitalbranche. Es geht, glaube ich, darum, die Strukturen und die Stereotypen auch in der Digitalbranche aufzubrechen. Unternehmen müssen Frauen signalisieren, dass sie dort ganz ausdrücklich gewünscht sind. Im Moment herrscht dort eine sehr, sehr stark männlich dominierte Kultur, bei denen Frauen sie werden dort nicht gewünscht, ihr Talent, ihre Fähigkeiten sind dort nicht gefragt. Und man muss nicht unbedingt ein komplettes Informatikstudium absolviert haben, um in dieser Branche zu arbeiten. Selbst wenn man im technischen Bereich bleiben will, programmieren will zum Beispiel, gibt es mittlerweile Kurse und Schulen, die sehr gezielt Menschen in einem Jahr darauf vorbereiten, in der Digitalbranche zu arbeiten. Das sollten wir insbesondere für Frauen jetzt in Anspruch nehmen. Wir brauchen familiengerechte Programme, in denen Frauen teilnehmen können. Man braucht Teilzeitprogramme. Man muss den Frauen ganz klar signalisieren, sie sind dort erwünscht, weil genau ihr Fachwissen gebraucht wird. Unternehmen, die jetzt öffentliche Gelder bekommen, sollten sich verpflichten, einen klaren Plan aufzustellen, wie sie den Frauenanteil in ihrem Unternehmen in den nächsten Jahren erhöhen sollen. Alexandra Gese, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ein weiterer Gedanke, der in der Digitalisierung der Welt immer öfter vorkommt. Durch die Cloud, so hört man manchmal, fällt jede Menge CO2 an. Im Netz finden sich Quellen, da wird behauptet, es sei mehr als die gesamte Luftfahrtindustrie ausstoße. Was ist da dran? Wie viel CO2 verbraucht das Surfen im Netz wirklich? Die Datencloud. Ohne sie geht mittlerweile fast nichts mehr. Jede Mail, jeder Post, jede WhatsApp-Nachricht und jedes Netzvideo, alles fliegt durch die Cloud. Und die braucht Strom, viel Strom. Dadurch fällt jede Menge. Wir fragen den Nachhaltigkeitsexperten Ralf Hintermann über das Internet, also einigermaßen klimaneutral, weil wir dafür nicht Auto fahren mussten, warum die Cloud immer größer wird. Es gibt Prognosen, die sagen, in 10 Jahren werden wir 3 oder 4 Mal mehr Energie verbrauchen als heute. Es gibt aber auch Prognosen, die sind ein bisschen moderater und gehen davon aus, dass es vielleicht der Energieverbrauch sein wird. Aber insgesamt kann man sagen, der Energieverbrauch des Internets steigt kontinuierlich an. Wir dürfen einen exklusiven Blick in die Cloud wagen. In ein Rennen von Ionos in Frankreich. Wo genau es liegt, dürfen wir nicht sagen, aus Sicherheitsgründen. In diesen Containern arbeiten rund um die Uhr mehr als 10.000 Server. Das Besondere, bleibt die Außentemperatur unter 25 Grad, können die Geräte angeblich ausschließlich mit Außenluft gekühlt werden. Das spart Strom, eine Menge Strom. Schließlich braucht die Anlage so viel Energie wie mehrere tausend Haushalte. Wir wissen, dass wir natürlich als Rechenzentrumsbetreiber ein großer Stromverbraucher sind. Und deswegen sehen wir das als gesellschaftliche Aufgabe, dass wir schauen, wie können wir möglichst viel Energie sparen und wie können wir viel für den Klimaschutz tun. Und selbstverständlich freuen wir uns auch, dass wir durch das Stromsparen auch weniger Geld ausgeben. Doch die Cloud wird immer mehr belastet, vor allem durch Videos. Jährlich werden dadurch weltweit mehr als 300 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, so viel wie ganz Spanien in einem Jahr produziert. Eine Stunde Videostreaming verursache etwa so viel CO2 wie 1 Kilometer Autofahren. Und je höher aufgelöst das Video ist, desto mehr Strom wird benötigt, exponentiell mehr. Noch einmal zu Jörg Schieb. Unser Gedankenkreis schließt sich. Wie optimistisch sind Sie, dass die Deutschen aufholen und nicht mehr bummeln? Also ich wäre gerne super optimistisch, aber angesichts der Dinge, die ich gerade so beobachten muss, hält sich dieser Optimismus dann doch leider in Grenzen. Denn wir sehen es ja allerorten, dass die Politik, und die ist ja verantwortlich dafür, gerade in Deutschland nicht besonders kompetent ist in Sachen Digitalisierung. In Europa ist das ein bisschen anders. Die Kommissarin Vestager zum Beispiel, die hat schon sehr gut verstanden, wie wir zumindest den großen Konzernen die Stirn bieten müssen. Das ist ja auch schon viel wert, aber es muss ein Ruck gehen. Durch die gesamte Politik, durch die Regierung, die Bundesregierung, auch die Landesregierung, weil wir brauchen Digitalisierung und zwar kompetente Digitalisierung. Und dafür braucht es natürlich auch Menschen, die das beurteilen können. Was müsste denn konkret passieren, damit eine Art deutsches Silicon Valley zum Beispiel in Bayern oder im Saarland realistisch würde? Das kann man ja leider nicht so auf Fingerschnipsen machen, weil man ja auch das Personal braucht, das Personal, das schult, das ausbildet, das dann also nach und nach auch Start-ups gründet. Aber man müsste es einfach sich vornehmen, damit es mal anfängt. Es ist natürlich auch eine Frage, dass man eine entsprechende Kultur schaffen muss für Start-ups, dass es eine Investitionsbereitschaft gibt zum Beispiel und das nicht immer nur von asiatischen und amerikanischen Geldgebern, sondern auch von europäischen Banken oder ja, Institutionen, die sich das leisten können. Das ändert sich langsam so ein bisschen. In der Schweiz ist das schon ganz gut ausgestattet. Das könnte aber auch in Deutschland noch ein bisschen intensiver werden, weil das muss ja alles sich gegenseitig bedingen. Man braucht Kapital, man braucht Bereitschaft, auch mal ein Risiko einzugehen, auch mit einer Idee natürlich auf die Nase zu fallen. Das ist ja gar nicht schlimm, aber diese Bereitschaft muss da sein. Nicht jede Idee, die man hat, muss ein Erfolg werden. Dann muss aber dann wieder muss die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Man kann ja auch Anreize schaffen, was die Steuerpolitik anbelangt für solche Investitionen. Da muss man einfach mal kreativ sein. Denn wenn man sich das vornimmt, dann muss es ganz viele Schieberegler geben, die man da bedienen kann, damit das Ganze auch wirklich Fahrt aufnimmt. Denn wir haben ja keine Zeit. Wir können nicht darauf warten, dass in 10 Jahren irgendwann mal dieser Zug ins Rollen kommt. Wir sind schon sowieso jetzt spät dran. Wir müssen richtig Gas geben, meiner Ansicht nach. Wir werden die Hoffnung nie aufgeben. Vielen Dank, Jörg Schieb. Und wenn Sie diese Sendung gerne nochmal sehen wollen, das geht gut unter Phoenix Plus bei phoenix.de oder bei Phoenix YouTube. Tschüss.